Hallo und ganz herzlich willkommen zu TMTV. Neuer Tag, neuer Transferticker, unter anderem mit diesen Top-Themen. Wechsel ist fix. Eric Dier wechselt zum FC Bayern München. Neuer Leihdeal für den BVB nach Sancho. Auch Ian Madsen zu Schwarz-Gelb. Bonucci-Kapitel bei Union beendet und der FC Bayern mit Interesse an Sascha Boye. Das und vieles mehr jetzt bei uns. Wir starten mit den fixen Deals und dort in Köpenick bei Union Berlin. Da tut sich einiges in diesem Wintertransferfenster. Die Leihe von David Fofana vom FC Chelsea zu Union ist nun vorzeitig beendet worden. Nach 2 Toren in insgesamt 17 Pfiffspieleinsätzen kehrt der 21-jährige ivorische Nationalspieler zu seinem Stammverein zurück. Nach Sky-Infos steht er aber unmittelbar vor einer erneuten Leihe zum Premier League-Konkurrenten FC Burnley in diesem Fall. Das Experiment Bonucci bei Union ist nach einem halben Jahr ebenfalls vorzeitig beendet worden. Der italienische Routinier verlässt Union Berlin und die Fußball-Bundesliga und schließt sich Fenerbahce Istanbul an. Leonardo Bonucci erhält einen Vertrag dort bis Saisonende. Ein Nachfolger auf der Innenverteidigerposition ist bereits gefunden. Kevin Vogt kommt von der TSG Hoffenheim zu Union. Die Vertragslaufzeit ist unbekannt. Die Ablösesumme soll laut Sky bei knapp 2 Millionen Euro liegen. Für den Innenverteidiger ist es bereits die 6. Bundesligastation in seiner Karriere. Nun ist es offiziell, Eric Dier ist ein Spieler des FC Bayern München. Der FCB hat die Verpflichtung des englischen Nationalspielers von Tottenham Hotspur inzwischen offiziell bestätigt. Der 49-fache englische Nationalspieler folgt damit Topstürmer Harry Kane mit einem halben Jahr Verspätung, wenn man so möchte, gegen München. Dier wechselt nach Angaben der Engländer per Leihe bis zum Saisonende nach München, allerdings mit der Option auf eine Festverpflichtung für ein weiteres Jahr. Der ebenfalls vom FC Bayern umworbene Verteidiger Radu Dragusin wechselt wie erwartet zu Tottenham Hotspur. Das rumänische Abwehrtalent verlässt den Genua CFC nach anderthalb Jahren und kostet dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro Ablöse. Weitere 6 Millionen Euro sollen an Boni hinzukommen können. Der 21-jährige rumänische Nationalspieler unterschreibt bei Tottenham einen Vertrag bis 2030. Der FC Bayern kam mit einer Offerte zu spät. Dragusin zieht es nach London. Für Jed Spence geht es den umgekehrten Weg, sprich nach Italien. Der Außenverteidiger wird bis zum Saisonende von Tottenham an Genua verliehen, inklusive Kaufoption in Höhe von 10 Millionen Euro. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Der englische U21-Nationalspieler lief in der ersten Saisonhälfte schon leihweise für Leeds in der zweiten englischen Liga auf. Diese Leihe wurde aber vorzeitig beendet. Die Leihe von Chelseas Linksverteidiger Ian Madsen zu Borussia Dortmund ist in trockenen Tüchern. Der 21 Jahre alte Niederländer setzte am Freitag seine Unterschrift unter einen bis Saisonende laufenden Vertrag. Berichten aus England zufolge zahlt Dortmund eine Leihgebühr zwischen 2 und 2,5 Millionen Euro. Eine Kaufoption für den BVB ist dem Vernehmen nach im Deal nicht integriert. Madsen verlängerte zuletzt seinen Kontrakt bei den Blues bis 2026, offenbar inklusive Ausstiegsklausel, die ab Sommer 2024 greifen soll. Und dann haben wir noch einen Deal aus der zweiten Fußball-Bundesliga. Fortuna Düsseldorf plant bereits die kommende Saison und verpflichtet den deutschen U20-Nationalspieler Tim Rossmann im Sommer dann aber erst. Der Angreifer kommt vom Ligakonkurrenten Karlsruher SC, bei dem sein Vertrag im Juni ausläuft. Deshalb wechselt Rossmann ablösefrei. Auch in die Gerüchteküche starten wir mit Union Berlin, schauen diesmal auf die Offensive, denn es gibt Spekulationen darüber, dass Union sehr interessiert sei an Jorbe Vertessen von PSV Eindhoven. Der Belgier, 23 Jahre jung, wird demnach aber auch vom FC Toulouse umworben. Er bevorzuge allerdings einen Wechsel in die Fußball-Bundesliga. Bei den Köpenickern gilt Vertessen als möglicher Ersatz für Geraldo Becker, dessen Vertrag ausläuft und der laut Sky Gespräche mit dem FC Villarreal über einen Wintertransfer führt. Union Berlin bietet dem Bericht zufolge aktuell rund 4 Millionen Euro Ablöse für den Flügelstürmer. Die Vorstellung der PSV Eindhoven, an die der Rechtsfuß noch bis 2025 vertraglich gebunden ist, sollen bei 5 Millionen Euro liegen.
Angreifer Hannes Wolf wird Borussia Mönchengladbach in Kürze verlassen. Nach 3,5 Jahren zieht der 24 Jahre alte Österreicher weiter in die Major League Soccer. Sein Ziel, der New York City FC. Wie die WAZ berichtet, wurde Wolfs bis Juni gültiger Vertrag bei den Fohlen aufgelöst. Der Profi wird, das verrät sein Berater, am Samstag einen Vertrag über 4 Jahre bei seinem neuen Club unterschreiben. Eine Ablöse kann die Borussia dem Vernehmen nach nicht mehr einstreichen. Lediglich das restliche Gehalt von Hannes Wolf wird eingespart. Innenverteidiger Eric Dier ist da. Für die Position hinten rechts wird beim FC Bayern weiterhin Verstärkung gesucht. Sollte sich ein Transfer von PSGs Nordi Mukiele nicht realisieren lassen, ist laut Sky Sacha Boyer von Galatasaray beim deutschen Rekordmeister als erste Alternative in den Fokus gerückt. Der 23-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis Juni 2025 beim Super League Club. Seinen Marktwert steigerte der Franzose in den vergangenen Jahren kontinuierlich auf inzwischen satte 22 Millionen Euro. Plan A bleibt für die Bayern jedoch Mukiele. Der Abwehrmann soll mit Kaufoption bis zum Saisonende ausgeliehen werden. Mukiele selbst wolle nach München, hieß es zuletzt. Eine Alternative aber sicherlich Sacha Boyer. Joshua Zirkzee spielt eine herausragende Saison mit dem FC Bologna und hat damit das Interesse größerer Clubs auf sich gezogen. Jetzt hat es der 22-jährige Ex-Bayern-Spieler ja auch laut Telegraph auf die Liste des FC Arsenal geschafft. Bei den Gunners fehlt Gabriel Jesus aufgrund einer Verletzung aktuell. Die Zukunft von Backup-Schirmer Edin Nketiah ist unklar. Ein Transfer im Winter allerdings hier eher unwahrscheinlich. Zum einen fordert der italienische Club angeblich umgerechnet 58 Millionen Euro für Torjäger Zirkzee. Das in Kombination mit der Tatsache, dass der FC Arsenal wohl nicht allzu viel im Winter investieren möchte. Nach einiger Investition im Sommer dürfte diesen Deal eher kompliziert erscheinen lassen. Der FC Chelsea ist ja ein langjähriger Bewunderer des Brighton-Teenagers Evan Ferguson. Die Seagulls wehren sich aber gegen einen Wechsel des 19-jährigen Stürmers, der gerade einen Vertrag bis 2029 unterschrieben hat und mehr als 100 Millionen Pfund kosten könnte. Brighton and Hove Albion steht nicht unter Verkaufsdruck. Der Unwillen des Clubs, einen weiteren Star an die Blues zu verlieren, gilt als großes Hindernis für ein mögliches Geschäft. Der FC Chelsea hat einen neuen Stürmer ja zu seiner obersten Transferpriorität gemacht, aber Mauricio Pochettino betont, dass sie es nicht eilig haben, im Januar einen neuen Stürmer zu verpflichten. Bei Aurel Mangala bahnt sich offenbar das nächste Abenteuer im europäischen Ausland an. Wie Sky berichtet, sind 3 Clubs konkret ins Rennen um den 25 Jahre alten Mittelfeldspieler eingestiegen. Demnach hat Galatasaray ein konkretes Angebot für den belgischen Nationalspieler auf den Tisch gelegt. Darüber hinaus werben die Serie A Topclubs Juventus Turin und SSC Neapel um die Dienste des Belgiers Ex-HSV-Spieler ja auch. Mangala war 2022 für 13 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Premier League Club Nottingham Forest gewechselt, besitzt dort noch einen Vertrag bis 2026, den er aber vermutlich nicht erfüllen dürfte. Soweit also unser aktueller Stand vor dem Fußballwochenende für euch. Am Montag gibt's dann das nächste Video. Wir sagen herzlichen Dank für euer Interesse. Hinterlasst gerne ein Like, abonniert unseren Kanal und schreibt uns eure Meinung in die Kommentarspalte mit rein. Ein schönes Wochenende, bis bald und hier seht ihr noch weitere Videoempfehlungen für euch.